Heyo, ich bin Tom. Was zur Hölle? Hier ist mein Review zu Until Dawn. Until Dawn sieht am Anfang aus wie eure typische Teenie-Horror-Slasher-Verfilmung. Es geht darum, dass eine Gruppe von Jugendlichen sich in einer Hütte im Wald getroffen haben, um dort eine Party zu feiern. Aber wie das nun mal so mit Jugendlichen ist, irgendjemand spielt einem anderen einen Streich und schon verschwinden zwei Mädchen im Wald, um dort tödlich zu verunglücken. Das alles passiert in den ersten paar Minuten und ist nur der Prolog. Die eigentliche Geschichte findet erst dann statt, wenn der Bruder der beiden verstorbenen Mädchen all seine verbleibenden Freunde wieder zusammenruft, um in derselben Hütte nochmal eine Party zu feiern und um das Vergangene zu verarbeiten. So viel zur Story und mehr möchte ich auch eigentlich gar nicht verraten. Das Spiel weiß sehr genau, wie es seine Horror-Klischees einsetzt, um euch irgendwie in die Irre zu führen, und es gibt sehr viele Plot-Twists. Und wie es bei solchen Movie-Games, also Spielen, die sich anfühlen wie ein interaktiver Film, üblich ist, ist jede Entscheidung, die ihr im Spiel trefft, endgültig. Diese Spielmechanik kennen wir schon von Heavy Rain und Beyond Two Souls. Und auch bei Until Dawn sind Quicktime-Events, Dialogentscheidungen und das typische Rumlaufen und Sammeln von Gegenständen sehr essentiell für das eigentliche Gameplay. Aber das ist noch nicht alles. Nicht nur eure Entscheidungen sind wichtig und wie ihr die Charaktere spielt, sondern es gibt auch gewisse Situationen, in denen man sich zum Beispiel verstecken muss und den Controller ganz, ganz ruhig halten muss oder etwas austangieren muss. Je nachdem, das verrät euch dann das Spiel. Und das Krasse ist, in diesen Situationen hält man automatisch die Luft an und die Hände werden verdammt schwitzig. In solchen Momenten glänzt das Spiel und ich war ziemlich gepackt. Ich muss ehrlich sagen, was die Atmosphäre angeht, macht Until Dawn alles richtig. Until Dawn besitzt keine freie Kamera, was bedeutet, dass das Spiel einen bestimmten Fixpunkt hat und darauf konzentriert sich auch die Kamera. Manchmal kann das ziemlich nerven, weil man glaubt, dass die Kamera irgendwas Wichtiges verdeckt, aber ab und zu ist es pures Gold, wenn es zum Beispiel so aussieht, als würde den Spieler irgendwas verfolgen, weil die Kamera gerade die Rohre entlang geht. Sowas ist ziemlich genial. Hinzu kommt noch das Sounddesign und die Musik von Until Dawn. Sie ist stets perfekt und es hat wirklich einen Flair von einem 90er oder 80er Jahre Horrorfilm. Und zu guter Letzt natürlich auch die Charaktere. Wir haben unsere Horror-Klischee-mäßigen Charaktere, was bedeutet, wir haben die Sportskanone, die Zicke und den sonst wie gearteten Nerd. Und diese werden gerade in der englischen Synchronisation perfekt verkörpert und man hat nie das Gefühl, dass sie out of character sind. Jede Entscheidung, die ihr trefft, passt irgendwie zu dem gewählten Charakter und sorgt dafür, dass ihr auch eine Beziehung zu euren Charakteren aufbaut und ihr Schicksal euch auch irgendwie wichtig ist. Das sind all die Sachen, die Until Dawn zu einem besonderen Spiel machen. Aber auch hier gibt es dunkle Seiten. Was das Spielgefühl absolut ruiniert, ist, dass die Charaktere sich extrem langsam bewegen. Selbst wenn man die L1-Taste drückt, die praktisch dafür sorgen soll, dass sie sich schneller bewegen, ist es nur minimales Nordic Walking. Und am schlimmsten ist es, wenn sie Treppen hinunterlaufen. Dann sind sie wirklich im Schneckenmodus und bewegen sich wie in Zeitlupe. Es ist kaum auszuhalten. Gerade weil man sich in diesem Spiel so unfassbar viel umsehen muss. Man sucht nach Hinweisen, man sucht nach den Totems, die einem eine gewisse Vorahnung geben, was demnächst passieren kann. Und man sucht alle kleinen Details, die dieses Spiel eigentlich so besonders machen. Aber dadurch, dass man sich einfach nicht schnell bewegen kann, ist es eine ziemliche Pein. Und jetzt zu den Jumpscares. Am Anfang sind sie etwas weniger verteilt und sind dann auch wirklich effektiv, wenn man sie einmal zu Sicht bekommt. Im Verlauf des Spiels werden sie dann immer häufiger und irgendwann mal denkt man sich, ja gut, puh, das ist wirklich nicht gruselig. Und zum Schluss das Uncanny Valley. Uncanny Valley ist ein Begriff aus der Animation. Es bedeutet, dass eine Figur so künstlich aussieht, also nach einem Menschen geformt, dass es fast schon wieder unnatürlich aussieht. Und daran leidet Until Dawn leider. Ab und zu sehen die Charaktere wirklich großartig aus und ich bin mir manchmal auch nicht sicher gewesen, spiele ich jetzt ein Spiel oder gucke ich mir gerade einen Film an. Aber es kommt immer wieder zu kleinen Momenten, wo es so aussieht, als hätten sie vergessen, bestimmte Gesichtsmuskulaturen zu animieren. Und das ist dann schon sehr, sehr creepy. Was aber auch wieder zur Gesamtatmosphäre beiträgt. Und auch wenn Until Dawn kleine Probleme hat, wie gesagt, die Charaktere bewegen sich arschlangsam, manchmal sind sie dir tierisch unsympathisch und später werden sie dir doch irgendwie sympathisch, die Animationen sehen manchmal echt creepy aus. Ich muss trotzdem sagen, dass mir das Spiel extrem viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, einer der Gründe, warum es mir so viel Spaß gemacht hat, ist, dass ich es zusammen mit einer Freundin gezockt habe. Ich bin ernsthaft der Meinung, dass ihr Until Dawn auf jeden Fall in einer Gruppe spielen solltet, weil es dann erst sein volles Potenzial entfaltet. Hier mal ein Beispiel. Die Charaktere bewegen sich, wie gesagt, extrem langsam. Und wenn sie durch Gänge durchlaufen oder durch den Wald latschen,
könnte man eigentlich fast schon wahnsinnig werden. Aber das ist der ideale Zeitpunkt, um euch mit eurem Spielpartner zu unterhalten, was jetzt zum Beispiel genau in der Geschichte abgeht und was vielleicht als nächstes passieren könnte. Auch macht es extrem viel Spaß, sich bei den Entscheidungen immer wieder hin und her zu streiten, was nun die richtige Entscheidung war und was das Beste für den Charakter und die Geschichte gewesen ist. Leute, die auf Movie-Games stehen, wie zum Beispiel Heavy Rain oder Beyond Two Souls und generell auch auf Horror stehen, sollten auch bei Until Dawn zugreifen. Wenn ihr noch irgendjemanden habt, der mit euch zocken kann, umso besser. Wenn ihr generell ein Problem mit Quicktime-Events habt und mit klischeehaft geschriebenen Charakteren, dann solltet ihr besser von Until Dawn die Finger weglassen. Ich kann sogar den Leuten das Spiel empfehlen, die nicht unbedingt auf Horrorfilme oder Horrorgames stehen. Solange ihr einen guten Freund dabei habt, mit dem ihr das Spiel zocken könnt, macht es definitiv Spaß. Ich hoffe, der kleine Horrortrip hat euch gefallen und falls ihr Until Dawn gespielt habt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare und schreibt mir bitte auch auf, mit wie vielen Charakteren ihr am Ende überlebt habt. Wir haben es nur geschafft, einen einzigen Typen durchzubringen. Das war schon irgendwie echt traurig. Naja, ich sag bis dann. Ich bin Tommy Something. Fuck this shit. Ich gruse mich jetzt unter der Decke. Bis bald. Und halt stopp und willkommen bei der Endcard. Wenn euch das Review gefallen hat, würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn nicht, gebt mir einen Daumen nach unten. Das ist auch okay. Falls ihr neu auf dem Channel seid, dann abonniert mich doch. Einfach da unten draufklicken. Und jetzt könnt ihr auch noch weiterschauen, denn ich habe gleich noch zwei Reviews für euch. Einmal das Review zu Batman Arkham Knight und das neueste Review zu Graf, einem anderen Survival-Game. Wir sehen uns nächste Woche oder die Tage. Bis bald. Ciao.